Ist das nicht eine herrliche Reihe, liebe Freundinnen und Freunde des Pforzheimer Hauptfriedhofs, liebe Fans, die es vielleicht schon gibt hier meiner kleinen Reihe während der Corona-Zeiten. Ja, wir sind jetzt hier hinter der Aussegnungshalle, der Teil des Kolumbariums, natürlich jetzt Gegenlicht, deswegen ist das alles so dunkel. Und ich wollte Ihnen heute dann diesen Bereich ein bisschen erklären und nahebringen, den Urnenhain. Dieser Urnenhain wurde nach 1917 dann angelegt, eigentlich sogar erst in den 20er Jahren, nachdem es hier eben auch ein Krematorium gab. Unter anderem ein starker Vertreter war hier der Verein für Feuerbestattung, den der Herr Dr. Rudolf Kuppenheim ins Leben gerufen hatte und viele Unterstützer gehabt hat. Diese Bäume, das ist einfach toll, wie das hier blüht. Und man hört die Vögel singen und jetzt gehen wir mal direkt hier nochmal so rein. Ich bin kein Biologe, ich weiß leider nicht, was das für eine Sorte ist. Da können Sie gerne in den Kommentaren was dazu schreiben, falls sich jemand traut, mal einen Kommentar zu machen. Und jetzt betreten wir den Urnenhain. Und hier im Urnenhain gibt es noch ein paar alte Gräber. Und manche zeige ich jetzt einfach, die schon besonders alt sind. Vor allen Dingen deshalb, weil sie so einem bestimmten Typus entsprechen, wie zum Beispiel hier das Grabmal für die Familie Emil Hager, das 1931 hier aufgestellt wurde, also noch zu den Älteren hier gehört. Und man sieht oben diese kleine Flamme, die aus dieser Öllampe herauskommt, also diese Feuerthematik, die natürlich mit den Urnenbeisetzungen und mit dem Krematorium in Zusammenhang steht. Es sind nicht allzu viele alte Grabsteine hier, aber manche Familien sind wirklich schon über Generationen hier immer mit ihren Urnen gewesen. Es gibt hier sehr schön diese Reihe von Brunnen, die im Augenblick noch abgestellt sind. Und zu den Grabsteinen gehören eben auch solche liegenden Platten über den eigentlichen Urnengräbern. Und so sahen hier ganz viele Platten aus in den 30er Jahren, in den 20er Jahren, wie dieses Grabmal hier der Familie Shilhavi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die erste Bestattung war 1934, dann eine 1939 und dann nochmal die nächste Generation um 1970. Und auch hier haben wir ganz oben die Flammenschale als Zeichen für die Kremation der Toten. Und gehen wir noch ein bisschen weiter, schauen uns um. Vielleicht komme ich hier noch auf einen anderen Bereich, der interessant ist. Ganz interessant ist hier zum Beispiel, dass man hier im Zwischenteil so eine Art kleine Wiese hat. Na, Wiese ist falsch, eigentlich einen Weg, der uns hier hindurchführt, schlängelt wie ein Lebensweg. Auch schöne moderne Gräber dabei. Oder hier zum Beispiel die Familie Wolf, ein typischer Grabstein für die Zeit der späten 20er Jahre, auch frühen 30er Jahre. Und wie so oft hier, wenn man genau hinguckt, links, auch ein Verstorbener des 23. Februar 1945. Also das kommt natürlich auch öfters vor hier, dass Menschen nach diesem schweren Luftangriff auf Pforzheim eben hier bestattet wurden. Ja, und gehen wir vielleicht noch zum Schluss hier an dieses Grabmal für die Familie Niemann, Stolterfoht und Barrel. Ein sehr großes Eckgrab, ich muss mal gerade schauen, wann hier die erste Bestattung ist, wohl in den 40er Jahren, 43, gemacht wurde in dieser Zeit. Eine typische Ecksituation, auch mit einer Zierurne hier links. Und die jüngste Bestattung ist noch gar nicht so lange her, 2011 steht es hier. Und hier haben wir auch einige, die am 23. Februar 1945 ums Leben kamen. Also nicht nur auf dem Großgrabfeld, sondern auch hier, überall auf dem Friedhof, finden sich Tote dieses schweren Luftangriffs, der unsere Stadt eben traf. Ja, soweit unser Blick hier in den Urnenhain und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.